So, willkommen zurück, meine Freunde. Neuer Part Penumbra. Ich habe mich gerade eben selber in der Kamera gesehen, weil ich nehme immer wieder mehrere Parts nacheinander auf und ich sehe irgendwie doch ein bisschen fertig aus. Ich weiß aber nicht warum. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal weiter. So. Die Tür ist offen. Sie hat uns ja komische Sachen rübergeschickt und wir können weiter. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ja, Ladebalken. Oh, das macht mir doch schon wieder richtig. If we must continue to share this brain space, I think I should have a name. Strange. So rare an opportunity to select one's own nomenclature. And yet, I find myself at a loss. Any ideas, monkey? So much storage in this mind of yours. Did you realize you got an entire section in here devoted to film titles? 3,103 and a half films you've seen? You only got the first half of It's a Wonderful Life in here. Huh, how did it end? Now I'll never know. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt doch schon gecheckt, was da vor sich geht. Clarence, that's not a bad Äh. Ich glaube, das Ding ist in uns. Also, dieses Ding redet aus unserem Kopf. Okay. Blockiert. Okay, es geht nicht. Ich glaube, die Tür da vorne. Geht die hier? Nein. Und die wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Okay, gut. Dann ist das jetzt auch geklärt. Oh je. Ein großer. Hoffen wir mal nicht, dass dieses komische, lustige Alien-Viech hier rumlatscht. So, aber hier ist ein Plan. Ja, ich habe auf jeden Fall. Maria. Ich habe auf jeden Fall voll die Ahnung, wo wir sind. Nämlich gar nicht. Munition. Eine Fackel. Wir haben eine Säge. Scheiße. War schon wieder dieses Alien-Viech. Zumindest höre ich's. Okay, es kommt. Das Problem ist ja, in dem Spiel kann man keine Waffen benutzen. Von daher wird es ein bisschen schwierig, das Viech da irgendwie umzunatzen. Ich höre es nicht mehr. Ist es schon hier drin? Ich habe es nicht gesehen. Boah. Okay, das erste Mal, dass ich wirklich zusammengezuckt bin. Was mache ich denn jetzt? Oh Gott, Leute, habe ich mich erschreckt. Ja. Ich traue mich gar nicht mehr weiterzulaufen. Ich merke meinen Puls immer noch. Oh nee, jetzt kommt's wieder.
glaube ich. Ja, da kommt's. Oh Gott. Also springen ist scheiße. Springen sollte ich nicht mehr machen. Ja, jetzt geh wieder. Echt krank an. Ich weiß jetzt eben. Ich glaube, das Viech kommt schon wieder. Oh. Ich darf es nur nicht angucken jetzt. Ich kann jetzt halt beten, dass er mich nicht sieht. Okay, ich glaube, wir haben es wieder geschafft. Also es tut mir leid, dass ich gerade so ruhig bin, aber ich muss wirklich hören, wo das Ding langläuft, weil es ist. Ah, jetzt, ich hab's gesehen. Es läuft jetzt die ganze Zeit um den Raum hier draußen rum. Jetzt warte ich einfach mal, bis er die Runde gelaufen ist und dann gucke ich mal, dass ich hier wieder rauskomme. Ich hoffe, das kriege ich jetzt noch in dem Part hin. Gleich dürfte er hier wieder vorbeikommen. Glaube ich. Oh, diesmal läuft er andersrum. Ich laufe jetzt einfach und hoffe, das Ding hat mich jetzt nicht gesehen, weil sonst haben wir jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem. Also ich habe ein Problem. Ja, natürlich nicht. Kurz warten. Wobei die Tür ist auch nicht gerade wirklich sicher, also... Na, ich glaube, es hat uns nicht bemerkt, mich nicht bemerkt. Komischerweise. Ich laufe jetzt einfach mal in die andere Richtung, wobei ich glaube, da komme ich eigentlich fast beim gleichen Ding raus. Genau. Okay. Aber immerhin eine Säge konnte ich schon mal mitnehmen. Zumindest Säge. Jo, ich fange mich dann schon mal an zu verabschieden. Ich hoffe, ihr habt euren Lacher schon mal gehabt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Schaltet wieder ein. Tschö.